Sie ist so freundlich. Nicht alles auf einmal essen, es muss die ganze Woche reichen. Nicht, dass du mir zu fett wirst. Sie ist hochprofessionell. Dann stelle ich mich da in den Eingang und mache immer... und locke so Sexualpartner in den Späti. Sie nimmt alles ganz genau. Gib mir einfach 3 €, da ist der Trinkgeld gleich mit drin. Man möchte meinen, sie ist das Beste, was dem deutschen Einzelhandel je passiert ist. Ja. Naja, zumindest fast. Berlin, Kreuzberg, 14 Uhr, Schichtbeginn für Nina Kühe. Ja, die Promi-Drag-Queen arbeitet jetzt in einem Spätkauf. Eigentlich kennt man die 36-Jährige als Veranstalterin von Berlins frivolsten Partys, als gern gesehenen Gast auf roten Teppichen und Events und als Bestseller-Autorin dezent garstiger Bücher. Doch die Pandemie zwingt nun auch sie zu einer Art Berufsumorientierungsmaßnahme. Nein, das ist kein PR-Gag. Für 15 Euro die Stunde arbeitet Nina Queer hier 2-mal die Woche für je 8 Stunden. Denn selbst die TV-Jobs, die sie vergangenes Jahr noch hatte, wurden im 2. Lockdown immer weniger. Naja, und dann sitzt man zu Hause, ne, mit so einer Flasche Sekt ganz alleine, jeden Abend, ne? Und da wollte ich raus aus dieser Blase, deshalb bin ich jetzt hier. Aber das Nachtleben vermisse ich sehr. Ihre Ersparnisse wolle sie nicht komplett aufbrauchen, somit musste ein Nebenjob her. Statt Party und Auftritte heißt es nun, verkaufen und den Laden sauber halten. Stets unter den wachsamen Augen ihres 36-jährigen Chefs und Besitzer des Spätshops, Öner. Den kennt sie schon länger aus dem Berliner Nachtleben. Nina hat uns über Insta angeschrieben und hat gefragt, ob sie mal hier ein paar Stunden aushelfen darf. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Mal etwas anderes als sonst. Dann schauen wir mal, was der Öner für sein Geld bekommt. Was sofort auffällt, die Prominenz zieht. Diverse Kunden kommen bloß, um sich ein Foto oder ein Autogramm zu holen. Immer garniert mit Nina Queers unverwechselbarem Berliner Schnauzecharme. Und kaufen tust du nix. Nimm doch mal einen Lutscher mit für 1 € oder was. Kann ich deine Nummer haben? Darf ich auch mal probieren? Ja? Warum nicht? Du wirst mir doch wohl mal ein Schweinchen abgeben können. Für viele ist es so, als würde Madonna die bedienen. Tja, der Hauptstadt fehlt seit über einem Jahr das berühmte Nachtleben, wovon Nina Queer eines der schillerndsten Aushängeschilder ist. Um zumindest ein bisschen Clubfeeling zu vermitteln, gestaltet sie ihre 8-stündige Schicht dementsprechend. Ein Jägermeister, guck mal, hallo. Du trinkst aber mal ein Schnäpschen, ne? Darf ich dir ein Schnäpschen ausgeben? Ihr kommt auch ran, hier. Einen kleinen Schnaps darfst du hier trinken. Ich hab auch schon einen sitzen, ehrlich gesagt. Weißt du, so. Und macht nebenbei auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sagen wir, diverse Zigarettenpausen. Doch Besitzer Öner, der ist happy. Also ist schon ein reger Betrieb. Also bin ganz froh, dass wir sie hier haben. Dadurch haben wir auch ein bisschen mehr Kundschaft dann auch. Vor allem für Berlins einstige Nachtgeschöpfe ist der Späti neuer Fixpunkt. Nina Queers Drag-Freundin Amy kommt täglich vorbei. Ich muss ja noch mein Zigarettengeld reinbekommen. Ich habe nämlich vorhin Zigaretten genommen. Ja, aber ich habe vorhin Zigaretten genommen, die kosten 8 €. Ich habe heute erst 7,50 € Trinkgeld. Weil so kann ich das dann auch abbezahlen, nicht? Auch 2 DJs, die noch vor einem Jahr auf ihren Partys aufgelegt haben, genießen die kurzweilige Ersatzdisco. Auf jeden Fall. Ich denke mal, es ist eine super Sache, wenigstens mal so ein bisschen das Gefühl vom Nachtleben zu haben. Da kommt man einfach her, kriegt einen Schnaps, kann was trinken. Gute Musik, nettes Personal. Schönes Publikum. Das Personal geht so. Man supportet sich ja in diesen Zeiten gerade speziell noch sehr mehr untereinander, weil wir wissen ja, wie es jedem Einzelnen geht oder man achtet ja aufeinander auch da. Von der Partyszene für die Partyszene, da stört es Nina Kühe auch nicht, dass sie neben dem ganzen Schnaps verteilen auch wischen und fegen muss. Ich bin mir für keine Arbeit zu schade, für keine. Warum auch? Und ich meine, ich hatte das Leben am roten Teppich, ich hatte das Leben in Luxuslimousinen, in teuren Hotelsuiten etc. bla. Aber das ist doch alles Quatsch. Es sei für sie gerade eine Zeit zum Nachdenken, sagt sie. Das Jahr fing nämlich nicht so schön an. Im Januar verliert Nina Queer einen Job in einer Reality-Show, nachdem ein Interview auftaucht, in dem sie sich selbst sarkastisch als Hitler-Transe bezeichnet.
Zudem werden manche ihrer Social-Media-Posts als rassistisch kritisiert. Sie wolle niemanden verletzen, erklärt sie und entschuldigt sich für den geschmacklosen Witz. Guckt mich an, ich bin eine Transvestitin, ich bin eine Entertainerin. Ich beschäftige alleine bei meinen Partys Menschen aus 20 Nationen dieser Welt. Ich habe diesen CSD mit aufgebaut und so weiter und so fort. Also mir Rassismus vorzuwerfen, also das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, Ariel, die Meerjungfrau kann nicht schwimmen, ne? Andernfalls hätte sie Chef Öner nicht eingestellt, erzählt er uns. Die Arbeit im Späti ihres Freundes will Nina Queer so lange fortführen, bis sie ohne Wenn und Aber wieder Partys machen kann. Das könnte wohl noch etwas dauern. Heute neigt sich erstmal ihre Schicht dem Ende zu. Der Feierabend ruft und der wird natürlich mit Schnäpschen und Zigarette eingeläutet. Wie auch sonst.